Hallo schöne Seele. Oh, es ist mir gerade eine große Freude, dir einen Einblick in das große Jahresjournaling 2023 jetzt hier zu ermöglichen. Es war sehr spannend. Saint-Germain hat auf unzählige Fragen geantwortet. Du findest die ganze Aufzeichnung auf meiner Webseite. Aber hier möchte ich dir einfach mal einen Einblick mitgeben und mich an dieser Stelle auch herzlich bedanken für all die unzählig vielen Kommentare, die ich im Anschluss noch bekommen habe und natürlich gelesen habe. Dankeschön. Ja, es wird spannend. Ja, wir werden sicherlich wieder einiges lernen, aber ich will dich jetzt da nicht länger aufhalten. Lass uns reinschauen. Und vielleicht darf ich dir am 10. Januar dann in den Channel News wieder begegnen und dich mitnehmen am 25. Januar in der ersten Ausgabe Adriana unterwegs. Mal sehen. Liebe Grüße von mir zu dir und jetzt viel Vergnügen mit dem Einblick und Saint-Germain. Guten Abend. Guten Abend und herzlich willkommen, du wunderbare Seele, zu diesem Event, das große Jahreschanneling. Es ist mir eine unglaublich große, wirklich große Freude, jetzt mit dir verbunden sein zu dürfen. Nach diesen so intensiven Rauhnächten ist es mir wirklich gerade so ein Genuss, jetzt heute in dieses Channeling eintauchen zu dürfen und von Saint-Germain so ein bisschen zu hören, auf was wir uns denn da einlassen in diesem Jahr 2023. Fühl dich herzlich willkommen in dieser großen Gruppe heute Abend. Es freut mich, dass du dir die Zeit nimmst, jetzt mitzulauschen. Und ich hoffe, du hast diese Rauhnächte und deren Meditationen, die du vielleicht von der Lady Porter mitbekommen hast, richtig genießen können. Ja, ich glaube, viele von uns haben in diesen speziellen Rauhnächten so manches so ein bisschen vorgefühlt, ne, was da auf uns zukommen könnte. Ich fand, diese Rauhnächte hatten es in sich. Es gab auch schon Jahre, da war es leichter für mich, mit diesen Energien umzugehen. Gestern zum Beispiel hatte ich unglaubliche Kopfschmerzen. So diese Energiewandel-Elemente sind schon sehr deutlich spürbar. Ich nehme an, dir geht es manchmal ähnlich, dass du auch so auf deine Weise spürst, wenn so richtig was im Äther los ist. Bevor wir aber in das heutige Jahreschanneling eintauchen, möchte ich Danke sagen. Vielen tausend Dank für die so unglaublich vielen und so wunderbaren, nährenden und stärkenden Kommentare auf allen Social-Media-Kanälen. Der Moritz und ich und alle, die da mitgewirkt haben, haben sich tief berührt gefühlt von diesen wunderbaren Worten, von diesen vielen Menschen, die da mitgemacht haben. Und vielleicht bist du heute das erste Mal hier an einem Live-Event von mir dabei und hast mich kennengelernt über diese Meditationen zu den Rauhnächten. Und so ist es mir eine Freude, mich dir mal überhaupt kurz vorstellen zu dürfen. Und diejenigen von euch, die eben schon des Öfteren mit dabei gewesen sind, schön, bist du wieder da. Ist eine Freude. Danke. Also, die Frau hinter diesen Meditationen, mein Name ist Adriana Meisser und ich arbeite seit 18 Jahren als Channel Medium. Das ist doch schon eine ganze Weile. Ich habe mit 23-jährig mich auf diesen Weg gemacht oder damals hat die Berufung laut gerufen. Und seither bin ich ja, mit verschiedenen Engeln, Erzengeln und aufgestiegenen Meistern auf dem Weg. Und ja, es ist wirklich jedes Jahr eine große Freude, aber auch ein bisschen eine Herausforderung, denn es sind immer verschiedene Meisterinnen oder Meister, die eben diese Rauhnacht-Meditationen dann durchgeben. Und das geschieht immer so in einem Zyklus. Da werden so ein, zwei Meditationen aufgenommen, dann gibt es wieder ein bisschen Pause, dann kommen die nächsten. Und es ist unglaublich, was in dieser Zeit, in dieser Aufnahmephase mit mir passiert. Mein Körper hat dann einiges zu transformieren in dieser Phase, so als ob ich schon so ein bisschen einen Vorgeschmack bekäme, was vielleicht bei dir alles geschehen kann in diesen Rauhnächten. Aber jetzt geht es ja nicht mehr nur um die Rauhnächte und ich sehe der Chat hier,
der saust ja teilweise nur so da vorbei. Ich versuche jetzt mal gar nicht so sehr zu lesen, aber ich möchte Danke sagen für eure fleißigen Kommentare. Danke. Und ich werde im Anschluss absolut gerne da durchscrollen und nachlesen. Möchte jetzt aber erstmal eben, wie gesagt, noch ein bisschen über mich persönlich etwas erzählen. Für diejenigen, die heute, wie gesagt, das erste Mal mit dabei sind. Wie gesagt, ich wiederhole mich, ne? Kommt vor. Mit 23-jährigen Jahren, ja, bin ich auf diesen Weg gekommen, der als Medium der geistigen Welt zu dienen. Und das hat sehr viel auf den Kopf gestellt und das hält bis heute an. Also mein Leben ist in ständigem Wandel und eine der größten Aufgaben, die ich als Channel-Medium wahrnehme, ist Authentizität. Also absolute, bedingungslose Ehrlichkeit mit mir selbst. Und ich denke, das ist das, was die geistige Welt durch mich auch sehr oft lehrt. Hast du sicherlich auch schon irgendwo mitbekommen. Bleib dir treu, sei ehrlich mit dir. Aber das klingt so leicht, ne? Ist aber bis ins kleinste Detail manchmal gar nicht so einfach umzusetzen. Vor allem nicht dann, wenn wir vor, aus unserer menschlichen Sicht, großen Herausforderungen stehen. Und für alle die, die da vielleicht im Hintergrund leicht denken, ja, also wenn ich so channeln könnte wie die Adriana, dann wäre mein Leben ja ein leichtes. Dann möchte ich gerne dazu sagen, die geistige Welt rettet uns nicht. Keines von den Medien auf dieser Erde hat es prinzipiell einfach leichter als alle anderen. Denn ich bin ja nicht abnormal oder du nur normal. Wir sind eine große Familie und jeder von uns kann etwas Besonderes. Das ist meins, aber deins zählt absolut und genauso wie das meine. Insbesondere dann, wenn du es so richtig voll leben kannst. Und das Leben von dem, wofür du berufen bist, das wird seine Tücken mit sich bringen. Da werden wir geprüft. Da geht es manchmal auch so richtig unter die Haut oder ist anspruchsvoll. Deswegen lebe dich, finde deins. Oder wenn du es schon weißt, dann lebe es in vollen Zügen. Und glaube nicht, dass wenn du irgendwelche Gaben verbessert hättest oder mehr entwickelt hättest, dass dann vieles besser wäre. Es ist dann einfach anders, aber nicht unbedingt besser oder leichter. Das ist so mein ganz persönliches Anliegen, das ich gerne manchmal mitgeben möchte, weil ich das Gefühl habe und hoffe, dass es dich entspannt und dich mit dir mehr Freund, Freundin sein lässt. Es ist okay, wie du bist. Wir dürfen, Gott sei Dank, so verschieden sein. Und mein Weg als Medium hat mich vor 7, 8 Jahren mit dem Saint-Germain zusammengeführt. Der ist hauptsächlich die Energie oder das geistige Bewusstsein, das mit mir oder durch mich spricht. Meine persönliche Art zu channeln ist, eine Form von Symbiose einzugehen. Also nicht, dass ich in Hypnose mich völlig aus meinem Körper hinaus bewege. Ich bin da. Ich bin ganz bewusst präsent. Ich bin sogar sehr viel mehr konzentriert, also wirklich voll da, als was ich sonst so im Alltag bin. Selbst dann, wenn ich mich sehr konzentriere auf irgendetwas, wie zum Beispiel Buchhaltung oder Ähnliches, da muss ich mich persönlich sehr konzentrieren. Das ist nicht so mein größtes Talent. Als eher kreativer Kopf oder eben so empfänglich fällt mir das leichter. Aber wie gesagt, ich bin voll da, habe aber nicht die Chance, irgendetwas einzufügen, abzuschwächen oder zu verändern. Es spricht einfach. Und ich lasse das mit Freuden zu. Mehrheitlich. Es gibt Momente, da komme ich innerlich ins Schwitzen, weil ich einfach keine Ahnung habe, um was es da geht. Oder vielleicht sogar anderer Meinung bin. Das darf sein. Du darfst anderer Meinung sein als die geistige Welt. Du darfst und sollst dir manchmal sogar eine bilden, nur um sie dann wieder zu revidieren. Das ist unser Weg. Das gehört als Mensch einfach dazu. Also heute, egal was durch mich hier gesprochen wird, nimm, was für dich in erster Linie mal sich stimmig anfühlt. Das, was sich nicht gut anfühlt für dich, lass mal stehen, lass es einfach mal wirken. Vielleicht kommst du zum gleichen Schluss, vielleicht auch nicht. Das ist völlig in Ordnung.
Wir dürfen anderer Meinung sein und wir dürfen miteinander diesbezüglich in freundlicher und lichtvoller Kommunikation stehen. Ich glaube, das durften wir oder hatten wir die Chance zu lernen in den letzten 2 Jahren. Sicherlich noch ausbaufähig, aber viele von uns haben das auf jeden Fall gelernt, zu sich zu stehen und liebevoller die eigene Meinung zu vertreten und zu kommunizieren. Und ich glaube, das bleibt wichtig in diesem Jahr. Und damit du so voll in deiner Kraft bleiben kannst, ist innerer Frieden mit dir, so wie du jetzt bist, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Welt da draußen, für mich jetzt gerade hinter meiner Kamera, die ist bunt, die ist laut. Wenn man einfach mal so drüber blickt, könnte man sagen, sie steckt in Schwierigkeiten. Ich finde es nicht immer alles schön, was da ist. Und dann eben doch zu lernen, mich als Frau, als Mensch hier, so weit wie es geht, wohlzufühlen. Mit den Dingen, die in meinem persönlichen Alltag anstehen, einen lichtvollen Umgang zu finden, finde ich, ist eine sehr große Herausforderung. Und da stecken wir alle im gleichen Boot. Und das veranlasst mich jetzt, dir Danke zu sagen. Denn ich bin sicher, dass du dein Bestes gibst. Zumindest, entschuldige, ist das die Ansicht der geistigen Welt, die ich eben seit 18 Jahren nun höre, immer und immer wieder. Und da meine Herkunft oder mein Ursprung von einem Bergbauernhof in den wunderschönen Bündner Bergen, ich bin ja Schweizerin, und ich habe da diesen liebevollen Austausch mit der Natur durch meine Familie lernen dürfen. Aber auch das Fleißigsein, das Dranbleiben, das Konsequentsein, diszipliniert sein. Vielleicht fällt mir das als Steinbock-Geborene ein bisschen leichter als manche anderen. Heißt aber nicht, dass ich es immer gerne tue. Und deswegen habe ich zum Beispiel, das ist so ein kleiner Tipp am Rande, gerade eine kleine Challenge mit mir selbst am Laufen, nämlich eine 28-Tage-Yoga-Challenge. Habe ich mir ausgedacht, also, naja, ist jetzt keine Neuerfindung, aber ich dachte mir, ich mache jetzt die, weil ich wirklich 28 Tage am Stück Yoga am Abend machen möchte. Und die Idee ist, dass es 28 aufeinanderfolgende Tage sein müssen und ich habe jetzt schon zum dritten Mal beginnen müssen. So viel zur Disziplin. Aber warum ich dir das erzähle ist, dass du siehst, eben wir Medien sind auch nun Menschen. Wir strugglen manchmal auch mit Herausforderungen. Aber das Wichtige ist, gerade in dieser Rauhnachtszeit oder auch jetzt noch in diesem Neujahrbeginn, hat etwas viel Kraft, nämlich der Neuanfang. Und das nutze ich gerne und beginne deswegen mit einem 28-Tage-Rhythmus, weil ich weiß, dass ich dann leichter während dem Jahr darauf zurückgreifen kann, wenn ich jetzt was Neues beginne. Es gibt also schon einen Grund, warum wir uns gerne neue Vorsätze nehmen zu dieser Zeit. Und in den Rauhnächten kann man eben auch vieles neu spinnen oder fühlen, um was es da so geht. Was könnte da sein? Und ja, eben zum dritten Mal begonnen, jetzt bin ich schon wieder bei 4 oder 5. Naja, ich werde es schaffen. Und vielleicht hast ja du auch sowas mit dir ausgemacht die letzte Zeit. Und ich wünsche dir dabei viel Erfolg. Vor allem wünsche ich dir dabei aber Freude. Ich glaube, es ist jetzt wichtiger denn je, die Dinge, die wir tun, mit Freude zu tun. Und eben nicht mit verbissener Disziplin. Dann fange ich ja nochmal an. Ein viertes und fünftes Mal, ist egal. Das Gute ist, ich werde dann sehr lange Yoga machen, bis ich endlich meine 28 Tage im Stück habe. Und ich kenne mich ja. Es gibt so Momente, da lasse ich alles andere gerne einfach so mal an mir vorbeiziehen und die Festtage waren, war es manchmal spät, mit der Familie und Freunden. Ja, genau dann sich etwas zurechtlegen, das man mit Freude macht. Und Bewegung ist unbeschreiblich wichtig. In diesem Jahr, glaube ich, unter anderem wichtiger denn je, vor allem, weil im Jahr selbst sehr viel in Bewegung kommen wird. Also bewegen wir uns gerne freiwillig, denn sonst bewegt uns das Leben. Und das ist ja meistens nicht immer der Moment, in welchem wir es uns wünschen würden. Aber das ist dann einfach das Leben.
So, ich hoffe, du hast vielleicht einen kleinen Einblick auf mich, meine Person, gewonnen und hast Lust, jetzt mit mir gemeinsam in dieses Channeling einzusteigen. Ich habe da vor mir viele Zettel liegen mit unglaublich vielen Fragen von euch. Ihr habt sehr spannende Themen aufgeworfen. Vielen Dank an dieser Stelle auch an mein Team, das großartig mitgeholfen hat, das alles so ein bisschen so zu formulieren, dass man diese Menge an Fragen auch irgendwie in verschiedene Themen bekommen kann. Und was mich vor allem sehr gefreut hat, ist auch, dass ihr sehr allgemein formuliert habt. Danke, denn das ist der Rahmen in diesem Sinne hier dazu. Also, dann wollen wir doch mal gemeinsam bewusst und achtsam atmen und den Saint-Germain in unseren energetischen Raum einladen. Und dann rocken wir das. Mal gucken, wo wir landen. Ich bin ziemlich vorfreudig aufgeregt, weil dieses Jahreschanneling mir so am Herz liegt. Da kommt immer so viel Wissenswertes nochmals durch, auf was ich gerne zurückgreife während dem Jahr. So, das haben Sie gemeint, wenn ich dann die Situation so vor mir habe. Wir werden sehen. Nun denn, ich nehme an, ihr seid alle bereit, so was ich da so lesen kann, ganz kurz, ne? Bevor, ja, es funktioniert alles. Danke. Und jetzt schließe doch bitte deine Augen. Du verpasst nichts, denn ich schließe meine auch. Und atme tief und bewusst ein. Und fühle einfach mal, was da so in dir vorgeht, ohne Worte dafür zu finden, ohne es zu bewerten. Und lächle. Und wie gesagt, lade den Saint-Germain ein in deinen, in unseren Raum und los geht's. Ich grüße euch, ich grüße dich. Du wunderbare Seele, was für ein Augenblick du mir doch beehrst und bescherst durch deine Aufmerksamkeit. Ich bin Meister, Graf von Saint-Germain und du, Pionier, Pionierin und das Wichtigste in deinem Leben. Ich nehme an, das weißt du unterdessen. Oder es wird immer klarer, dass der wichtigste Mensch um das, was es sich dreht und handelt hier auf Erden, wirklich du bist. Aber damit meine ich nicht deine Geschichte, deine Meinung über dich und diese ganze eben Hintergrundgeschichte, die du oft und gerne mit dir herumträgst, manchmal auch auf dramatische Art und Weise noch nährst und stärkst. All diese Elemente gehören zu dir, dürfen sein. Aber dein Bewusstsein, das ist, was zählt. Und dieses Bewusstsein hat einen immensen Wachstums- und Entfaltungsprozess in den letzten Jahren, besonders auch im letzten, genießen können, sprich hat sich ausgedehnt und verändert. Und deswegen wird in diesem Jahr sehr deutlich sichtbar, im Jahr 2023, was verändert werden darf, wo Korrektur gegeben werden kann. Und vor allem wird sehr deutlich sichtbar sein, worum es auf Erden jetzt geht, nämlich Frieden. Das klingt jetzt erstmal nicht so spektakulär oder auch noch nicht so viel aussagend. Also wollen wir gerne in die Tiefe gehen und unter anderem möchte ich da das Thema Polsprung aufgreifen.
die Frage, die ihr dazu gestellt habt, was erwartet uns, wenn es tatsächlich einen Polsprung geben wird? Die Frage, ob es einen geben wird, steht weniger im Raum, das ist so. Wie sich das allerdings für euch zeigt, ist die andere Frage. Und dazu darf ich sagen, ist es sehr individuell. Das heißt, hauptsächlich geschieht diese Veränderung in eurem Inneren. Da ist im Bewusstsein sehr viel geklärt, gereinigt und entwickelt worden. Ich meine damit das ganz menschliche Ich-Bewusstsein. Es ist dir viel aufgeleuchtet, du hast viel erkannt und sehr viel verändert in diesem Jahr. Vielleicht bist du dir dessen gar noch nicht sehr bewusst, aber das bedeutet ein immenser Shift in dir, der begonnen hat, zum Teil auch stattgefunden hat in vielen Themen und noch massiv auch angestoßen wird in diesem kommenden Jahr. Was in deinem Inneren stattfindet, findet natürlich auch im Außen statt oder wird da reflektiert, wiedergespiegelt und dementsprechend ist das auch in der Erde oder bei der Erde in ihrem energetischen Kleid deutlich sichtbar, wahrnehmbar. Und ja, das hat natürliche Konsequenzen. Und die sind sichtbar. Sie sind deutlich. Und das Wichtigste aber ist, um gleich mal Ängste vorwegzunehmen, sie gehören zu diesem Wandel. Die Erde entwickelt sich. Sie entwickelt sich im gleichen Maße wie du. Du entwickelst dich mit ihr. Und alles, was du erlöst, bedeutet oder schwingt eine gewisse Form von Leichtigkeit in die Erde, in die ganz physische Erde ein. Dies wiederum natürlich hat Auswirkungen auf die physische Struktur der Erde, auf ihren Körper, des Bewusstseins von Mama Gaia, diesem unglaublich wundervollen Energiewesen, wie du es vielleicht benennen würdest. Und auch dieses Bewusstsein hat gelernt, entwickelt sich, verändert sich. Und dementsprechend ist auch da manchmal oben, unten oder unten, oben, so wie du das in letzter Zeit ja auch ab und an einmal erlebt hast. Das bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass sich alles komplett dreht, aber es wandelt sich und das hat Auswirkungen im natürlichen Rahmen, so dass unter anderem eben der gegen Norden zeigende im Kompass Zeiger manchmal vielleicht nicht immer ganz so klar ist, wie man das bis anhin gewohnt war. Frage, zeigt dein innerer Kompass immer nach Norden, sprich, wenn wir jetzt das mal Liebe nennen wollen? Mehrheitlich, aber nicht immer. Es gibt Momente, da kommst du von deinem Kurs energetisch so ein bisschen ab, könnte man sagen. Und dies geschieht auch mit dem irdischen Element hier, ist aber nicht falsch zu verstehen im Sinne von einem dramatischen physischen Wandel, sondern einfach energetische Elemente, die Einfluss nehmen auf die Physis. Also ja, es wird spannend, was das betrifft. Und dieser Shift in dir, dieses Erheben, dieses unglaublich wertvolle Verständnis, dass das alles, das irdische Drama, nicht so wichtig ist. Das lässt dich wirklich aufatmen, mehr Leichtigkeit im Leben annehmen und schöpfen, vermehren. Und das natürlich, wie gesagt, hat Auswirkungen auf die Physis, auf die Erde. Es ist und bleibt aber trotzdem spannend für euch, dieses Thema weiterhin zu verfolgen und das bitte mit Neugierde im Kopf und im Herzen, denn dann bist du absolut richtig eingestellt mit deiner Nadeldirektion Richtung Lebensfreude oder Norden. Das kommt gut, du wirst sehen. In diesem Bereich kommt die Zeit ins Spiel, euer Empfinden von alles geht schneller. Die Frage lautet, wie können wir mit der schneller vergehenden Zeit umgehen? Lass mich dich fragen, vergeht die Zeit wirklich schneller?
oder passiert in deiner Lebenszeit einfach sehr viel mehr? Und hast du deswegen das Gefühl, dass es unglaublich viel schneller geht? Es ist beides. Es ist zwar nicht so, dass der Sekundenzeiger jetzt noch rascher um die Uhr herumsaust in diesem Sinne, sondern dass das Leben mehr gefüllt ist, erfüllt ist. Und du entscheidest, wie du damit umgehst. Damit will ich sagen, wenn die Zeit schnell läuft, wenn viel darin passiert, wenn du dich darin verloren fühlst und deinen Kompass nicht immer ganz lichtvoll eingestellt empfindest, dann ist das Allerwichtigste, und das ist meine Antwort darauf, nimm dir Auszeiten. Nimm dir Zeit, wenn sie dir durch die Hände zerrennt. Bleib stehen, wenn du gestresst bist. Atme tief und entspannt, wenn du innerlich eigentlich am Japsen bist. Setz dich hin, wenn du das Gefühl hast, rennen zu müssen. Damit meine ich sinnbildlich, komm bei dir an. Nimm dich einen Augenblick aus diesem nach außen gerichteten Gefühl, das Stress verursacht. Und das tut es deswegen, weil dein Bewusstsein, deine Wahrnehmung so nach außen gerichtet ist. Und sich dann der Körper innerlich und viele Anteile von dir so ein bisschen vereinsamt fühlen oder verunsichert fühlen, weil, man könnte sagen, du nicht wirklich zu Hause bist, nicht wirklich da bist. Und das gibt Stress. Also sei da, wo dein Körper ist. Sei das gehend, sitzend oder rennend. Kann schon sein, dass du in diesem Jahr manchmal rennen musst. Sei es, weil du zu spät bist oder weil irgendetwas passiert, das dich dazu veranlasst. Dann renne mit Freude. Auch wenn vielleicht die Freude nicht ist, was dich antreibt, sei dann da, wo du bist. Und wenn Ängste aufkommen in dieser so schnell zerrinnenden Zeit, genau dann ist es so ein Wink mit dem Zaunpfahl vom Universum. Hallo! Atmen. Und dazu gehört auch noch das Bewusstsein, wenn, weil die Zeit so schnell geht, gefühlt, du dich mit dem Rücken an die Wand gepresst fühlst, versuche nicht dagegen anzukämpfen. Lehne dich an. Das ist der Moment, wo das Universum dich aufruft, anzulehnen, loszulassen, zu atmen. Manchmal reichen ein paar wenige Sekunden und dein Kompass zeigt wieder Richtung Frieden und Liebe. Denn dieser Akt des bewussten Atmens ist heilig und ist eines der größten Heilmittel der jetzigen und der kommenden Zeit. Eine weitere Frage, die von euch eingerichtet wurde oder eingereicht wurde: Beeinflussen wir Menschen tatsächlich die Klimaveränderung und somit den Wandel auf der Erde? Ich glaube, ich habe darauf bereits geantwortet mit ja, das tut ihr. Im positiven Sinne, wie zum Teil auch, darf man schon sagen, in deinem Verständnis gesehen, im negativen Sinne. Aber es ist auch ein ganz natürlicher Rhythmus der Natur. Bitte, was hältst du von Schattenarbeit, von Prozessarbeit? Vielleicht bist du dir gar nicht so bewusst, wie oft du so etwas tust, wie viele unangenehme Empfindungen du des Tags übers wegen uralter Geschichten plötzlich in dir wahrnimmst und sie vielleicht wegdrängst oder dich eben ihnen wirklich bewusst und achtsam hingibst. Und das tut Mama Gaia auch, indem sie sich vielleicht rüttelt und schüttelt, Dampf und Luft ablässt und ja, manchmal auch ein bisschen speit. Also, ja, die klimatische Veränderung, die hier stattfindet und die vermehrt auch in diesem Jahr noch einmal sichtbar wird, ist auch zurückzuführen
auf das menschliche Verhalten, aber nicht nur. Wenn ich das jetzt aber abschwächend sage, heißt das unter keinen Umständen, dass ich eine weiße Karte verteilen möchte, sinnbildlich gesagt. Ein schönes Wort. Sinnbildlich. Ich komme später darauf zurück. Dass eben einfach weiter gemacht, geschaltet, gewaltet und achtlos mit dem Planeten umgegangen werden kann. Nein, das ist damit nicht gemeint. Es ist nur wichtig zu wissen, dass das, was geschieht, zum jetzigen Aufstieg gehört und dass es deswegen Berechtigung hat, da zu sein und muss nicht immer in die Schublade von richtig oder falsch gelegt werden. Aber wenn etwas da ist, das dir missfällt, bist du aufgerufen, es anders zu machen. Deswegen bleib forschend und neugierig, höre Kinder. Aber dazu kommen wir noch später.